Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es um eine bemerkenswerte Pressekonferenz mit Weidel und Gauland zu verschiedenen Themen. Vor allem zu Corona, zu UEFA und zu Russland. Und es geht darum, wie Journalisten versucht haben, mit suggestiven Fragen die AfD auszutricksen und sie zu falschen Antworten zu verleiten. Im Folgenden die Pressekonferenz in voller Länge. Ich habe noch den Ton etwas verbessert bei den Journalistenfragen, weil die Fragen sind sehr wichtig. Danach noch ein paar Worte dazu. Wenn ihr die Pressekonferenz schon kennt, könnt ihr die nächsten 8 Minuten überspringen. Ja, momentan ist das ganz große Thema die Delta- oder Omega- oder Gamma-Variante. Also der Variantenreichtum kennt ja überhaupt gar keine Grenzen. Wir halten diese Entwicklung für absolut gefährlich dahingehend, dass es nie wieder Freiheitseinschränkungen geben darf. Das ist die ganz klare Haltung der AfD-Bundestagsfraktion. Nie mehr Freiheitseinschränkungen, nie mehr Lockdown, nie mehr Verbote für den Mittelstand, für die freie Berufsausbildung, Freiheitseinschränkungen, die gegen die Verfassung verstoßen. Und dementsprechend wehren wir uns dagegen. Gegen jegliche Einschränkungen und in dieses ganze Themenfeld passt ja eben auch jetzt auch die Diskussion um die FFP2-Maskenpflicht für Kinder. Ein absoluter Wahnsinn, kann ich Ihnen sagen, so etwas überhaupt anzudenken und anzudiskutieren. Und da muss man wirklich auch seriös bleiben, auf dem Teppich bleiben und sich das alles in Ruhe anschauen, anstatt solche Diskussionen überhaupt in unserem Land anzustoßen. Ja, vielleicht noch ein Wort zum CDU-Wahlprogramm, das ja nun vorliegt. Also ich habe mit Erstaunen gesehen, dass jetzt ein Zeitalter der Modernisierung beginnt. So haben es die beiden Parteivorsitzenden begründet. Und dann muss man natürlich die Frage stellen, was haben die um Gottes Willen in der CDU und der CSU in den letzten Jahren gemacht? Ich kann mich nicht erinnern, dass CDU und CSU in der Opposition waren. Sie waren in der Regierung. Also haben sie offensichtlich die Modernisierung der Gesellschaft verschlafen und versuchen jetzt sozusagen den Grünen, ja, wie soll ich das nennen, hinterherzutrippeln. Alles, was sie auch an Positiven gesagt haben, zum Beispiel Steuern und so weiter, glaube ich nicht, weil ich weiß, dass die CDU um jeden Preis an der Macht bleiben will. Und von daher wird sie jeden Kompromiss eingehen, den sie in irgendeiner Weise braucht, um an der Macht zu bleiben. Die einzige konsequente Alternative zu dieser Art von Weiterwurstel-Merkel-Politik ist die AfD. Aber das ist ja bekannt. Tino Propalla ist diese Woche in Moskau unterwegs. Mich würde interessieren, was erhoffen Sie sich von seiner Reise? Es ist ja jetzt schon die dritte Reise in sehr kurzem Abstand von einem AfD-Fraktionsmitglied oder auch jetzt von Propalla schon seine zweite. Und wie wichtig halten Sie es, dass er dort auch Demokratiedefizite anspricht oder fragwürdige Einsätze Russlands zum Beispiel in der Ukraine deutlich benennt? Also Herr Kupala ist eingeladen von verschiedenen politischen Kräften in Russland und hält dort auch eine Rede. Das ist wichtig. Ich gebe ganz offen zu, dass das, was Sie zuletzt gefragt haben, davon wissen Sie, halten wir nicht sehr viel. Wir mischen uns nicht in die Angelegenheiten anderer Staaten ein, das wird der Kupala auch nicht machen. Und wir wünschen auch nicht, dass die sich in unsere Angelegenheiten einmischen. Demokratiedefizite, die es in Russland bestimmt auch gibt, müssen von der russischen Bevölkerung und von den russischen Parteien korrigiert werden. Bestimmt nicht von uns und bestimmt nicht von der Bundesregierung, schon gar nicht von der amerikanischen Regierung oder von wem auch immer. Insofern, ja, es ist klar, wir treten für gute Beziehungen zu Russland ein, aber nicht als Lehrmeister nach dem Motto,
an unserem Wesen soll die Welt genesen. Eine Nachfrage. Es gibt Warnungen vom Verfassungsschutz, dass Russland versucht, auf den Wahlkampf Einfluss zu nehmen und auch klare Negativkampagnen gegen die Grünen fahren zum Beispiel. Ist das etwas, was man vielleicht dann noch benennen muss, weil es eben jede doch eine Einmischung wäre in das, was hier passiert? Also das höre ich immer wieder. Ich habe noch nie Beweise gesehen und muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Verfassungsschutz mir betrachte, wie er über die AfD urteilt, wenn das Votum, was er da hat, ich zum Maßstab nehme, stimmt bestimmt das, was er über Russland sagt, auch nicht. Weitere Fragen? Bitte schön. Die UEFA hat heute die Entscheidung getroffen, dass das Münchner Stadion nicht in Regenbogenfarben beleuchten darf. Was halten Sie von der Entscheidung? Das ist eine richtige. Bitte. Das ist eine richtige Entscheidung der UEFA, denn man sollte schon von der Politisierung des Fußballsports Abstand nehmen. Wir müssen sehen, es handelt sich hier um einen Sport und die Leute wollen Fußball sehen, die Fußballspieler wollen Fußball spielen und sie wollen nicht sich instrumentalisieren lassen von verschiedenen Lobbygruppen zur Einsetzung verschiedenster politischer Ideen. Und das hat im Fußballsport überhaupt nichts zu suchen und dementsprechend ist diese Entscheidung der UEFA auch zu begrüßen. Ist das denn überhaupt eine politische Aussage, wenn ich, geht es so eher um Menschenrechte? Natürlich ist es eine politische Aussage, noch eins, Herr Gauland, dann. Okay. Natürlich ist das eine politische Aussage und sie hat überhaupt gar nichts mit dem Fußballsport zu tun. Sie hat da überhaupt gar nichts zu suchen. Das sind auch persönliche Entscheidungen eines jeden, aber dass da aufoktroyiert wird, dass die Arena irgendwie in Regenbogenfarben, also das ist ja auch alles schon so ein bisschen Kindergarten, ne? Also wenn wir mal ehrlich sind. Sie haben völlig recht, das ist Kindergarten und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich als Provokation gegen Ungarn gedacht und wenn man bei einem Sportereignis eine Mannschaft einlädt, dann provoziert man nicht mit Dingen, die in Ungarn halt anders gesehen werden. Punkt. Letzte Frage noch einmal. Noch einmal kurz, Frau Weidel, weil Sie auch in Moskau gewesen sind. Noch einmal fragen darf, hatten Sie das Gefühl, oder wie ist es Ihnen dort ergangen, hatten Sie das Gefühl, Sie haben es da mit lupenreinen Demokraten zu tun gehabt? Ja, haben Sie das Gefühl, dass wir es in Deutschland mit lupenreinen Demokraten zu tun haben, die an der Verfassung vorbei Entscheidungen einfach durchdrücken, was zutiefst verfassungswidrig ist? Also die Frage muss man sich auch umgekehrt stellen lassen, vor allen Dingen, wie diese Bundesregierung Politik betreibt am Bundestag, an den Parlamenten vorbei. Also das müssen wir einfach mal festhalten. Und mein Besuch in Moskau hatte vornehmlich einen wirtschaftspolitischen Fokus. Ich habe mich vornehmlich mit Vertretern von deutschen Firmen, von russischen Firmen vor Ort getroffen, habe dort Gespräche geführt, habe mir auch einen Technologiepark, also einen Inkubator angeschaut, so für Start-up-Unternehmen. Hochgradig interessant. Also meine Moskau-Reise hatte einen völlig anderen Charakter als eine typische politische Reise. Danke. Danke. Was ist an dieser Pressekonferenz besonders? Schauen wir uns zunächst die Aussagen von Weidel an. Dass es nie wieder Freiheitseinschränkungen geben darf, das ist die ganz klare Haltung der AfD-Bundestagsfraktion. Nie mehr Freiheitseinschränkungen, nie mehr Lockdown, nie mehr Verbote für den Mittelstand, für die freie Berufsausbildung, Freiheitseinschränkungen, die gegen die Verfassung verstoßen. Sozusagen bis hierher und nicht weiter. Wir sehen ja eine eindeutige Entwicklung. Letztes Jahr hieß es, wenn geimpft wird, dann ist alles vorbei. Der kurze Brücken-Lockdown, dann haben wir es geschafft. Es heißt immer noch ein bisschen und dann haben wir es geschafft. Es zeigt sich jetzt aber doch relativ eindeutig, dass viele Leute heimlich den Zweck haben, dass es nie geschafft ist, sondern dass es immer so weitergeht. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Aber die Sterblichkeit ist jetzt ganz gering, die Risikogruppen sind geimpft und jetzt soll es trotzdem weitergehen.
jetzt kommt die Delta-Variante und vor allen Dingen die Leute, die jetzt weiter die Maßnahmen fordern, die tun so, ja, jetzt die Delta-Variante und dann haben wir es geschafft. Das ist die Suggestion. Aber es ist natürlich vollkommen klar, es werden noch ganz viele Varianten kommen, genau wie Alice Weidel es gesagt hat. Und hier ist jetzt einfach der Punkt, an dem man sich entscheiden muss. Möchte man es jetzt immer so weitermachen? Möchte man immer den Lockdown haben, um die Gesundheit zu schützen? Oder möchte man ein Leben haben wie vorher? Es ist ja so, man hätte ja auch schon früher bei der Grippewelle 2017-18 gab es eine erhöhte Sterblichkeit. Mit genau den gleichen Argumenten hätte man schon seit Jahrzehnten Lockdowns machen können. Damit werden die anderen Parteien sehr wahrscheinlich unter Druck gesetzt. Weil sie müssen sich jetzt auch positionieren. Es ist jetzt nicht mehr die Frage, sie können sich jetzt nicht mehr verstecken, jetzt noch eine Variante und dann ist es wieder normal. Sondern es geht jetzt um die Frage, wird es irgendwann wieder normal oder wird es nie wieder normal? Und es gibt ja dieses Buch The Great Reset. Und es gibt ja schon viele Anzeichen, die nahelegen, aus welchen Gründen auch immer, wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen, wahrscheinlich ein Schwab auch aus ideellen Gründen, aber ganz viele Leute aus finanziellen Gründen. Man kann ja immer weiter, wenn man die Aktien richtig investiert hat, kann man immer weiter Geld verdienen. Also das ist ja das Gefährliche, dass wir die Gründe gar nicht kennen, sondern dass die Leute einfach vertrauen sollen. Die wissen das schon, die machen das aus einem guten Grund, Ressourcenschonung. Das soll dann der gute Grund sein, aber was die wahren Gründe sind, das wissen wir gar nicht. Und vor allen Dingen, wie wirkt sich das am Ende aus? Ist das positiv? Und vor allen Dingen, gucken wir nach China. Sie bauen jede Woche ein neues Kohlekraftwerk und sie haben dann wieder ein normales Leben mit ihren Überwachungsmaßnahmen. Also mit der Nachhaltigkeit, das ist eigentlich ein Argument, das auch nicht zieht. Jedenfalls, die AfD hat sich hier klar positioniert und dadurch sind die anderen unter Zugzwang. Es ging dann weiter mit Fragen zu Russland. Man kann ja zunächst denken, ist ja in Ordnung, es ist ja legitim, alles zu fragen. Das ist ja das gute Recht von jedem. Aber tatsächlich ist das so nicht. Denn mit jeder Frage, ob bewusst oder nicht bewusst, weckt man eine Suggestion. Und natürlich kann man auch ausgewogen fragen. Aber indem jetzt dieser Mensch fragt, Demokratie, man sollte doch die demokratischen Defizite in Russland ansprechen. Was macht er damit? Er suggeriert, in Deutschland wäre alles in bester Ordnung und Russland wäre es besonders. Und er stellt damit auch eine Falle. Weil so wie Gauland antwortet, natürlich ist es zu einem gewissen Grad einleuchtend, dass man nicht aufdringlich sein will. Aber natürlich ist es so, dass man auch irgendwo Courage zeigen muss. Wenn irgendwo Unrecht geschieht, muss man Courage zeigen, muss man Zivilcourage zeigen. Das heißt, nach der Logik, hier ist alles ganz toll, in Russland sind schlechte Dinge, dann ist eigentlich die logische Erwartung, ja klar, wir müssen das ansprechen. Aber tatsächlich ist das ja Heuchelei, weil die Suggestion eben das Entscheidende ist. Die Suggestion ist, dass in Russland nicht alles in Ordnung ist, nicht alles perfekt ist, das ist das Besondere und hier ist sozusagen die perfekte Demokratie. Das ist in Wahrheit aber überhaupt nicht so. Die Demokratie hier funktioniert nicht, weil der Meinungsbildungsprozess komplett ausgehebelt ist. Weil die Medien gleichförmig, warum auch immer, täuschen, verschweigen. Das ist auch hier auf dem Kanal dokumentiert, an vielen Beispielen. Der Meinungsbildungsprozess über Corona wurde massiv gestört, indem die Demos verleumdet wurden, kleingeredet wurden. Und das ist ja der Zweck von Demonstrationen. Dass der Meinungsbildungsprozess beeinflusst wird. Und das wurde unterdrückt. Es wurden die Personen ausgeschwiegen, es wurden Argumente nicht gehört. Und es wird natürlich ständig an die Psyche, also es wird mit einem beständigen Psychoterror gearbeitet, mit psychischen Tricks, sodass am Ende der Grundgedanke der Demokratie, das heißt, der Bürger bildet sich seine Meinung und wählt auf seiner Meinung die Parteien, das funktioniert natürlich nicht. Wenn die Leute sich gar nicht die richtige Meinung bilden können oder die Meinung beeinflusst wird, sie mehr oder weniger gesteuert wird. Ganz bewusst mit psychischen Methoden, mit Tricks, mit Täuschungen, die Meinungsbildung gestört wird bei den Leuten. Und sie so dahingehend beeinflusst wird, dass die Leute sozusagen genau das wählen, was bestimmte Leute wollen, die die Medien beeinflussen oder die in den Medien sitzen
und über die Medien Einfluss ausüben. Das heißt, die korrekte Antwort wäre gewesen, natürlich gibt es in Russland Defizite, aber hier gibt es auch Defizite, sehr große Defizite. Und deswegen ist es nicht angemessen, hier moralisch den Zeigefinger zu erheben. Sondern ganz im Gegenteil hat Russland wahrscheinlich noch in den Punkten A, B, C, D, E noch Vorteile gegenüber Deutschland, weil dort vielleicht weniger getäuscht wird, wobei ich jetzt kein Russland-Experte bin. Aber es ist ja, erscheint ja so, dass Putin ehrlicher ist als die Leute hier. Und wenn man sich jetzt RT Deutschland anguckt, erscheint mir die Berichterstattung auch ausgewogener als die Medien hierzulande. Die diffamieren und verschweigen, was bei RT Deutsch nicht der Fall ist. Und dann ist ja der Rückschluss, dass wenn jetzt RT Deutsch so berichtet, dass in Russland die Medien vielleicht differenzierter sind als hierzulande, wobei ich jetzt kein Medienexperte für Russland bin. Der Journalist kam auch immer wieder mit den gleichen Fragen zu Russland. Und er erweckt immer stärker damit, mit jeder Frage erweckt er mehr den Eindruck, in Russland stimmt alles nicht, da ist alles ganz schlecht, weil er eben hier die Defizite nicht erwähnt, das ist das viel Wichtigere, suggeriert er, hier ist alles in Ordnung. Hier ist alles in bester Ordnung. Was eben nicht der Fall ist. Und deswegen sollte man erstmal vor der eigenen Haustüre kehren, sodass man tatsächlich ehrlich sagen kann, bei uns ist es gut, bei uns ist es so, bei uns ist es vorbildlich und richtet euch nach uns, weil wir ein Vorbild sind. Aber in Wahrheit sind wir überhaupt kein Vorbild. Auch wenn man sich die Außenpolitik anguckt, wie im Nahen Osten die westliche Politik katastrophale Folgen nach sich gezogen hat und Russland das jetzt in Syrien wieder ausgebügelt hat. So ist es nämlich in Wahrheit. Seit Russland Assad unterstützt hat, geht es den Leuten viel besser. Und dadurch, dass der Westen Einfluss genommen hat und Assad destabilisiert hat, entstand eine Anarchie. Und eine Anarchie ist viel, viel schlimmer als ein undemokratisches Regime. Weil bei einem undemokratischen Regime, wenn man die Klappe hält, wird man nicht umgebracht. Aber bei einer Anarchie, da wird man immer umgebracht, egal ob man die Klappe hält. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und es war ein einziger Flächenbrand im Nahen Osten, eine einzige Katastrophe. Im Irak, in Syrien, in Libyen, es war überall eine einzige Katastrophe. Und das ist sehr stark darauf zurückzuführen, dass unter Obama von dem ganzen Westen Einfluss genommen wurde. Die Regimes dort destabilisiert wurden. Das hatte katastrophale Auswirkungen für die Menschen, was auch von den Medien hierzulande überhaupt nicht thematisiert wird. Es war eine Katastrophe. Eine einzige Katastrophe. Und dadurch wurden ja auch erst die Flüchtlingsströme ausgelöst nach Deutschland, aus Syrien. Besonders bemerkenswert ist auch die Kindergartenpassage. Es ist im Grunde wieder genau das Gleiche mit diesen Regenbogenfarben. Es wird eine Suggestion hergestellt. Wir sind tolerant und das ist ganz wichtig. Aber es geht natürlich darum, Ungarn zu diffamieren, Ungarn blöd hinzustellen. Und natürlich ist es in Wahrheit, natürlich ist es irgendwo Kindergarten, es ist peinlich für Deutschland, für die Deutschen sowas zu machen. Es ist eigentlich eine Selbsterniedrigung, weil es einfach eine widerliche Täuschung ist. Und das ist eine Schande für Deutschland, so eine Aktion zu starten. Und jetzt könnte man sagen, nö, wieso, ist doch gut, die Schwulenrechte, das ist doch ganz toll. Das ist doch wirklich schützenswert. Aber es ist natürlich die blanke Heuchelei. Wenn islamische Attentate geschehen, dann interessieren die Schwulenrechte überhaupt niemanden. Sondern wird es unter den Tisch gekehrt. Man kann mal gespannt sein, wie in Katar, wie da das Engagement aussehen wird aus Deutschland. Und es ist so, natürlich, den Schwulen im Fußball geht es nicht gut. Es ist nicht schön. Und natürlich ist es unterstützenswert, die Schwulen zu schützen. Aber die Schwulen werden in Deutschland nicht aus den Berufen gedrängt. Wie beispielsweise AfDler oder überhaupt Oppositionelle. Es ist eine Schande, jetzt so zu tun, wir sind die Toleranten, wir wollen jetzt hier die Leute schützen. Und es ist natürlich eine reine Instrumentalisierung, wenn man sieht, wie alles nicht geschützt wird. Und vor allen Dingen, wie gesagt, wenn Schwule in muslimischen Ländern leiden, also die wirklich verfolgt werden, dann ist der Protest hierzulande überhaupt nicht groß. Dann passiert überhaupt nichts. Das hätte Weidel natürlich auch noch etwas mehr so darstellen können. Aber das mit dem Kindergarten hat irgendwo ganz gut gesessen, weil es natürlich eine Selbsterniedrigung ist der Deutschen, so eine Aktion zu machen. Es ist einfach peinlich, es ist irgendwo ekelerregend. Wie gesagt, nicht,
weil die Schulen nicht schützenswert wären, sondern weil es unausgewogen und unangemessen ist, angesichts von anderen zu schützenden Gruppen, die, wie gesagt, im Moment aus den Berufen gedrängt werden, wegen einer anderen politischen Meinung, ganz stark in die Bredouille geraten, was überhaupt kein Thema ist. Ja, man könnte noch viel zu der Pressekonferenz sagen, aber ich denke, das Video ist jetzt erstmal lang genug. Ihr könnt ja schreiben, was euch noch aufgefallen ist, was ich jetzt nicht erwähnt habe und was euch sonst so einfällt. Macht's gut!